Naja, je nachdem, was man reinschreibt, lesen die auch teilweise das Englische dann vor. Und da ist ein Spiel. Juhu. Okay, dann bis später. Alles klar. Ja, dann Maggie, einen möchtest du mich Abend. Dann noch als Nebenkommentator eintragen und so. Okay. Genau. Und bis später. Sich. Schönen ciao. Abend. Bis bye. Niki, war lustig. Immer love you. Mua. Mua. Was ist hier passiert? Okay. Willkommen zu. willkommen zu Dark Souls. Dark Souls 2. Skull of the First Sin. Ein sehr zwiegespaltenes Spiel in der Community. Viele lieben es, viele hassen es. Aber es ist definitiv ein Teil der Dark Souls-Reihe und eines, das sehr viel von vielen gespielt wird. Eine Kleinigkeit, die zu erwähnen ist, nachdem ich einen Schluck getrunken habe, weil mein Hals ist gerade am Sterben. Oh boy. Oh ja, trink auf jeden Fall was. Du hast noch ein bisschen was vor dir. Ich kann nicht viel zu Dark Souls 2 aussagen. Ich habe es nie gespielt. Ich habe ein bisschen Dark Souls 2 gesehen. Ich habe aber auch zum Beispiel keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Dark Souls 2 und Dark Souls 2 Skull of the First Sin ist. Ich weiß es nicht. Das ist ausgezeichnet. Dann kannst du die Fragen stellen, die für mich schon selbstverständlich sind. Aber ich schätze, der erste Unterschied, bevor wir überhaupt auf den Speedrun-Level uns bewegen, ist, was ist Skull of the First Sin? Es gibt zwei Versionen von Dark Souls 2, die released wurden, die als komplett getrennte Spiele gelten. In Essenz ist es allerdings dasselbe Spiel zweimal rausgebracht, mit ein paar Unterschieden. Skull of the First Sin hat ein paar einzelne mehr Items drin. Es hat einzelne Schlüsselunterschiede, wie zum Beispiel, dass einer der Schmiede weitaus früher zum Erreichen und zum Unlocken ist als im normalen Base-Game von Dark Souls 2. Der allergrößte Unterschied zwischen den zwei Versionen ist das Gegnerplacement. Es gibt weitaus mehr Gegner in Skull of the First Sin und es ist in vielen Interpretationen ein absolutes Downgrade, was das betrifft. Diese Gegner sind wirklich nervig platziert manchmal und es ist teilweise wirklich schrecklich, hier durch zu navigieren. Der Speedrun allerdings ignoriert die meisten Gegner davon, somit ist es nicht relevant für uns. Ja, aber ist es dadurch schwieriger, weil man mehr ausweichen muss, oder? Die Skull of the First Sin Edition ist deutlich schwieriger von dem Gegnerplacement her und den Gegnerinteraktionen, um durch die Areale durchzukommen. Allerdings hat man auch die Chance, früher zu stärkeren Upgrades für seine Waffen zu kommen, dadurch, dass die Dull Ember früher zu erreichen ist. Das heißt, man kommt schneller zu stärkeren Waffen, aber es gibt weitaus mehr Gegner und auch weitaus mehr Hindernisse, die man auflösen muss mit sogenannten Branches, um diese Statuen zu Menschen wieder zurück zu verwandeln. Aber ja. Jeder hat so seine Lieblingsvariante von Dark Souls 2 und die spielt er hauptsächlich. Ich bleibe beim Base-Spiel. Viele andere präferieren Skull of the First Sin. Wir haben eine Anfangsklasse gewählt und das ist unüblicherweise der Bandit. Die große Strength-Klasse, die hier gewählt wurde, hat eine Hand-Axe als Startwaffe und abgesehen von den hohen Strength, sehr wenig, das diese Klasse tatsächlich interessant macht. Der Hauptgrund, wieso wir diese Klasse anfangs gewählt haben, ist die Extras, die wir mitbekommen haben. Der Bandit ist die einzige Klasse, der noch zusätzlich mit Pfeil und Bogen im Inventar startet. Das ist jetzt auf den ersten Anblick nicht sonderlich nützlich. Pfeil und Bogen ist keine wirklich mächtige Waffe in diesem Spiel. Es gibt ein paar coole Tricks, die man damit machen kann, was halt Player gegen Player Kämpfe angeht. Aber ansonsten sind Pfeil und Bogen absolut keine Waffe, die man jemals benutzen würde in irgendeinem Kampf. Der Grund, wieso für uns allerdings Pfeil und Bogen sehr relevant ist, ist, es erlaubt uns, mit dem Bogen zu zielen. Und diese Präzision im Zielen erlaubt uns das Aufsetzen von ganz bestimmten Tricks oder spezifisch einem bestimmten Trick, den wir relativ bald am Anfang des Spieles sehen werden. Dazu dann mehr, wenn wir den Trick sehen. Ansonsten ist der Anfang relativ Standard. Wir gehen durch den Anfangsbereich durch, auf dem Weg zu dem ersten Boss, den man in diesem Spiel bekämpft. Der letzte Giant versteckt in einem großen, ich schätze, in einer großen Festung, die zugewachsen ist, in der wir uns gerade durchbewegen.
Es sind immer große Festungen. Ja, absolut. Die Startgegner, die wir hier sehen, sind relativ leicht zum Ausweichen. Wir haben uns sofort komplett ausgezogen, nicht nur, weil wir ein wirklich gut aussehender junger Mann sind, sondern auch, weil wir dann tatsächlich schneller laufen. Also wir wollen, wann auch immer es geht, so wenig wie möglich tragen, um so schnell wie möglich zu laufen. Das boostet auch den Effekt von unserer Rolle. Je weniger wir tragen, desto weiter geht unsere Rolle, auch wenn die derzeit noch nicht sehr nützlich ist. Dark Souls 2, oder warte, dazu sage ich etwas später dazu. Wir haben hier allerdings einen sehr coolen Trick, wo wir spezifisch eine Feuerbombe kaufen und sie ganz spezifisch gegen die Wand dort zu werfen, um die explosiven Fässer auf der anderen Seite der Wand zum Explodieren zu bringen. Und das eröffnet diesen Shortcut, den man normalerweise von der anderen Seite öffnen sollte. Die Explosion bringen wir gerade so genug durch die Wand, dass es die explosiven Fässer auf der anderen Seite zündet und das für uns den Weg kürzt. Aber ja, zu der Rolle. Ich kann es immer noch nicht sagen, weil jetzt haben wir den Trick, wo wir Pfeil und Bogen benutzen. Wir haben hier diesen Fahrstuhl und ich meine, der ist relativ schnell, aber nicht wirklich schnell genug für uns. Also aimen wir auf einen ganz bestimmten Punkt an der Wand dort, in Kombination mit den hölzernen Pfeilern, die wir dort haben, können wir einen Visual Cue anzielen. Und dann haben wir die Möglichkeit, eine Rolle runterzumachen, auf diesen Turtle-Gegner perfekt zu landen, auf eine Weise, dass Fallschaden komplett negiert. Ich habe keine Ahnung, wieso das funktioniert. Dieser Trick ist exklusiv nur an dieser Stelle nützlich mit dem Setup, das gefunden wurde. Es ist unfassbar präzise und der einzige Moment, glaube ich, wo wir Pfeil und Bogen benutzen werden. Das ist der Grund, wieso wir diese Startklasse haben. Der Last Giant selbst ist relativ schwach. Jegliche Startwaffe vernichtet den relativ leicht. Und die Hand Axe ist sogar einer der nützlicheren Anfangsstartwaffen, vor allem mit der Menge an Strength, die wir haben. Sobald seine HP auf 0 reduziert sind, benutzen wir tatsächlich das Dark Sigil. Viele werden dieses Item kennen als etwas, das man aktiv niemals benutzen sollte, denn es teleportiert einen zwar zurück zu dem letzten Bonfire, das man benutzt hat, allerdings normalerweise entzieht das all seine Seelen, die man derzeit trägt. Wenn wir allerdings genau das Dark Sigil aktivieren, perfekt nachdem wir den Bosskampf auf 0 HP reduziert haben, dann bekommen wir all die Seelen von dem Bosskampf erst nachdem wir das Dark Sigil aktiviert haben. Heißt, wir verlieren nicht alle Seelen, wir kriegen sie erst, nachdem wir uns schon zum Spawn zurück teleportiert haben. Und kriegen dazu noch einen gratis Teleport. Genau. Immer sehr schön. Was ist schwerer, Dark Souls 1, 2 oder 3? Basiert darauf, was du in dem Spiel für einen Build dir vorbereitest. Es könnte leicht sein, Dark Souls 2 zu spielen, denn du hast hier Tricks wie zum Beispiel der Kampf gegen den Pursuer, wo man einfach die Armbrust benutzt und dann ist der Boss tot. Welcher Boss? Ja, genau. Exakt. Die richtige Antwort ist, das erste Dark Souls, das du spielen wirst, wird das schwerste für dich sein, egal mit welchem du anfängst. Ja, definitiv. Ich würde argumentieren, dass Dark Souls 2 das schwerste ist, Dark Souls 3, entschuldige, das schwerste ist, aber wenn du dort sehr viel in Health investierst, dann hast du dort ebenfalls keine Probleme, dich in Kämpfen gut durchzuwühlen irgendwie. Also, es kommt wirklich einfach nur darauf an, mit welchen Dark Souls du anfängst. Perfekt, ich habe mir mit Dark Souls 3 angefangen. Yeah. Ausgezeichnet. Ich meine, solange du ein bisschen in Health investiert hast, ist es, glaube ich, ein okayes Spiel zu mit anfangen. Aber Bosse sind dort auf jeden Fall am komplexesten. Gut. Wir sind auf jeden Fall in der nächsten, im nächsten Bereich angekommen. Und wir haben auch hier direkt am Anfang eine Truhe geöffnet, die die Dull Ember hat. Das ist einer der großen Unterschiede zwischen Scholar of the First Sin und dem Namen normalen Dark Souls 2. In normalen Dark Souls 2 würde die Kiste dort nicht sein. Man würde dort nicht die Dull Ember haben. Und man würde dementsprechend nicht direkt mit dem Schmied reden können, der unsere Waffen upgraden kann. Wir können das nun allerdings, da wir diese Version spielen. Wir haben hier ein explosives Fass, das manchmal ein bisschen am Trollen ist, wenn es runterrollt. Also haben wir eine Fackel spezifisch mitgenommen für den Fall der Fälle, falls das passiert. Um die Wand dort einzureißen, um den Weg zu dem Schmied hier freizuräumen. Das ist, wo man ihn drauf trifft. Er ist derzeit in einem seltsamen, wahnsinnigen Status, wo er nicht mit sich reden lässt, bis wir ihm eine Flamme bringen, aka die Dull Ember, die wir in der Truhe dort gefunden haben.
Zu dem Build, den wir hauptsächlich benutzen werden zum Großteil des Runners. Es ist ziemlich faszinierend. Wir starten mit einem Charakter, der hauptsächlich gut ist in Strength. Allerdings werden wir durch den gesamten Run nur eine Waffe benutzen, die gut ist mit Dexterity, also Geschicklichkeit. Und dann werdet ihr auch sehen, dass unser Charakter absolut dumm ist und keine Punkte hat in Attunement, Intelligence oder Faith. Und genau das wird der Build im Late Game werden. Also, wir haben eine Menge Points, die wir in unseren Skills absolut verloren haben, dadurch, dass wir diese Startklasse gewählt haben. Aber es war dem Pfeil und Bogen wert. Und tatsächlich, obwohl wir jegliche Gegnerinteraktion überspringen, werden wir niemals Probleme haben mit unterlevelt sein. Die Hauptquelle an Seelen in jedem Souls-Spiel ist immer der Bosskampf am Ende eines jeden Areals. Und da wir jeden Bosskampf in dieser Kategorie fast sehen werden, wird das absolut kein Problem sein. Lass mich ein bisschen über die Kategorie erzählen, die wir spielen, denn sie sagt gerade nur Old Souls. Was bedeutet das? Es gibt zwei hauptsächliche Kategorien, die als Any% gesehen werden. Es gibt die wahrhaftige Any% Kategorie, wo man den Endgame-Bereich unlockt, indem man 1 Million Seelen sammelt. Es gibt nämlich ein großes Tor, das sich öffnet, indem man entweder alle Bosse bekämpft, alle Old Souls, die es zum Bekämpfen gibt, oder man sammelt 1 Million Seelen. Ich erzähle ein bisschen weiter. Wir haben hier einen Bosskampf. Jetzt ist er weg. Man muss dort spezifisch 6 Schritte zählen von dem Boss, und sobald er 6 Schritte gemacht hat, kann man an ihm vorbeilaufen, eine Rolle an ihm vorbeimachen, und dann macht er einen Angriff straight in den Abgrund, 100% consistent. Es ist der Bosskampf, der immer als erstes bekämpft wird in Challenge Runs, wo man normalerweise nicht die Möglichkeit hat, gute Waffen zu haben. Der wird immer so besiegt in solchen Runs. Wie viele Bosse in dem Run kämpfen wir, ohne sie zu cheesen? Tatsächlich, glaube ich, war das der letzte, den wir cheesen. Was? Ich glaube fast, ja. Denn wir sind jetzt beim Punkt angekommen, wo wir mit den Seelen, die wir bekommen haben, durch den ersten Bosskampf und durch diesen Bosskampf, genug haben, um unseren gesamten Build zu bauen. Ihr habt hier die mächtigste Waffe des Spieles, der Basic Rapier. Dark Souls 2 ist das Spiel, das die Standard-Anfangswaffen teilweise ziemlich stark gemacht hat. Spezifisch der Mace und das Rapier sind beides unfassbar starke Startwaffen, die in Speedruns benutzt werden, schon seit Millennia. Und somit auch in diesem Run. Es gibt ein paar neue Variationen, die wir sehen werden, aber der Rapier war schon immer eine Top-Tier-Waffe, seitdem das Spiel rausgekommen ist. Und es ist eine Startwaffe, so wie der Mace, den wir gerade in der Hand halten. Hier kommt die Frage im Chat auf, warum denn nicht mit Rüstung oder beziehungsweise sonstiger Ausrüstung rumgerannt wird? Genau, das habe ich am Anfang kurz erwähnt. Das ist, weil wir mehr Movement Speed haben und mehr Stamina haben, weniger Stamina verbrauchen und mehr Stamina regenerieren, je weniger wir tragen. Das heißt, je weniger wir anhaben, es tut dann zwar ein bisschen mehr weh, wenn wir geschlagen werden, aber dafür ist unsere Beweglichkeit am höchsten, unsere Rolle geht am weitesten und unser Movement Speed durch die Manöver, durch das gesamte Areal sind weitaus schneller. Deswegen keine Rüstung, aber dafür sind wir schnell dran. Es ist ein Speedrun, after all. Oh, haben wir ganz kurz für die 2 Spenden, die wir vorher kamen, also für die 2 deutschen Spenden. Absolut. Der Text ist jetzt endlich da. Ich muss nur kurz erwähnen, das Movement hier drin ist wunderschön, aber es ist sehr selbsterklärend. Also genießt es und lasst uns die Spenden hören. Wir haben eine Spende von $50 von Legend Dragon TV. Yo! At the end, a donation for the good. It was a nice and fun event like the last years, already waiting for SGDQ. Und schau, Mensch, es hat wieder viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Freue mich schon auf das kommende Event. Rummel, kleiner als 3. Juhu. Also einmal bitte für Legend Dragon TV ein großes Rummel in den Chat. Und wir haben noch eine weitere Spende über sagenhafte $100 bekommen. Oh, ja. Rianius. Greetings from Germany. Thank you all for your hard and awesome work. Keep going and reaching for the stars. Also greetings to all in the German Restream.
Rummel! Ja, vielen, vielen Dank. Das sind wirklich, wirklich sehr nette Spenden. Gut, um ein bisschen zu erwähnen, was hier gerade im Run passiert. Wir haben ein Gold Pine Resin benutzt, um uns temporär einen Lightning Buff auf unsere Waffe zu geben. Das Rapier ist eine Waffe, die buffable ist und dementsprechend sind die Buffs mit dieser Waffe ziemlich effizient, weil wir sehr schnell damit heben können. Und dieser Boss hat das interessante Attribut, dass wenn man seinen linken Arm oft genug angreift, dann fällt er ab. Und nun, oder sorry, sein rechter Arm. Und der rechte Arm ist derselbe Arm, mit dem er seine Waffe trägt. Das heißt, sobald wir seinen Arm entfernen, hat er keine große Klinge mehr, mit der er einen angreifen kann. Und es ist weitaus leichter, ihm auszuweichen. Es braucht meistens nur einen Schritt zurück. Und dann können wir mehr Schaden machen. Es ist hier weniger Sicherheit, auf das wir gehen, sondern dadurch, dass sein Angriffsbereich minimiert ist, müssen wir uns weniger auf Ausweichen konzentrieren und können weitaus mehr DPS raushauen, weitaus mehr uns auf Schaden konzentrieren bei dem Boss, wenn er einfach nicht zurück angreifen kann. Ich sehe eine Frage, die ich gleich beantworte. was wir uns an Stats jetzt gerade geholt haben, wenn ihr genauer hingeschaut habt, wird euch das vielleicht etwas seltsam vorkommen, weil wir haben nicht Adaptability geskillt, was für viele eine große rote Flagge wäre, wenn ihr Dark Souls 2 kennt. Dazu etwas später mehr. Wir haben die Punkte, die wir haben, hauptsächlich in Attunement, Intelligence und Faith gegeben. Und ich habe es davor schon erwähnt, nichts, was unser Charakter von Haus aus wirklich gut kann, dementsprechend ein großes Soul Investment, aber sehr essentiell für den gesamten Run. Es gibt für Dark Souls 2 eine neue Sache, die nennt sich Hexes. Das ist eine neue Art von Magie, die Intelligence und Faith zusammen kombiniert. Normalerweise hat man Sorcery, welche Intelligenz braucht, und man hat Miracles, die Faith brauchen. In diesem Spiel wurde eine neue Art von Magie hinzugefügt, sogenannte Hexes oder schwarze Magie, die beide Stats abverlangen. Und wir haben hier den NPC, der uns diese Hexes beibringt und nur mit uns redet, wenn wir eine gewisse Menge an Faith und Intelligence haben. Und von ihm kaufen wir zwei Spells, die sehr essentiell werden für den gesamten Run. Einer mehr als der andere, muss ich gestehen. Der wichtigste Spell, den wir uns von ihm geholt haben, ist Dark Weapon. Dark Weapon ist ein Schadensbuff, den wir auf unsere Waffe jederzeit geben können, mit diesem Spell equipped. Und Dark Weapon ist mächtig, denn es gibt unsere Waffe das Dark Element. Und es gibt viele Bosse in diesem Spiel, die tatsächlich schwach sind gegen genau diese Form von extra Schaden. Und dieser Damage Buff ist auch zusätzlich einfach ein guter, großer Chunk mehr Damage, den wir zu jedem Bosskampf jetzt jederzeit hinzufügen können. Falls ihr jemals Buffs auf eurer Waffe gegeben habt in Form von Consumable Items, so wie der Lightning Buff durch Gold Pine Resin oder der Dark Buff in Dark Souls 3 durch Human Pine Resin. Diese Buffs sind gut, sie sind stark, sie geben einen deutlich mehr DPS, aber sind temporär und sind teure Objekte, die man sich kaufen muss. Wir haben jetzt unendlich Buffs für den Rest des Runs und das basierend auf unserer eigenen Intelligence und Faith, welche wir geboostet haben auf, ich glaube, beides auf 15. Also, wir sind gut eingedeckt. Todd, vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, dir geht es gut, mein Freund. Herzlich willkommen, alle Raider. Hallo. Wir sind jetzt auch schon im nächsten Bereich des Runs angekommen. Und zwar sind wir hier im sehr verwirrenden Waldgebiet, umgeben mit Nebel und vielen Wegen, die man gehen kann. Manche davon nützlicher als andere. Würde man die normale Any%-Kategorie gehen, wo wir 1 Million Seelen sammeln, dann würden wir von hier aus direkt zum Ende des Spieles navigieren. Ich habe es davor kurz erwähnt, ich kann es jetzt etwas länger fassen. Es gibt ein großes Tor, das zu dem großen Endgame-Bereich Schloss Drang Lake führt. Ich glaube, so spricht man es aus. Es gibt zwei Weisen, dieses große Tor zu öffnen.
Die eine Variante, und das ist der Weg, den wir gehen werden, ist, alle alten Seelen, Old Souls, zu sammeln. Das bedeutet, jeden Boss zu bekämpfen, der überhaupt bekämpfbar ist in den finalen Bereichen von jedem Weg, den man gehen kann. Das sind 4 große Bosse, die zu besiegen sind. Die Alternative hierzu, falls man verloren ist, nicht weiß, wohin man soll, ich weiß nicht, wieso das eingebaut wurde, aber wenn man insgesamt 1 Million Seelen über das Playthrough gesammelt hat, dann öffnet sich ebenfalls dieses Tor und man kann zum Ende gehen. Die normale Any%-Route nutzt den zweiten Weg. Man benutzt normalerweise einen Haufen an Human Effigies und einen Haufen an ich habe gerade das Objekt vergessen, das einen das machen lässt. Aber es gibt ein Item in diesem Spiel, das bestimmte Areale in New Game Plus hochstuft. Und wenn man... Oh, wir wurden gerade gebackstabbt von einer unsichtbaren Figur. Herzlich willkommen zu Dark Souls 2. You die. Herzlich willkommen zu Dark Souls 2, allesamt. Das war unser erster Tod, oder? Ja, und hoffentlich auch unser einziger. Mal schauen, wie viele noch folgen werden. Aber gut. Gib mir mehr Zeit zum Erklären, habe ich nichts dagegen. aber ja, es gibt ein Item in diesem Spiel, das spezifische Areale in New Game Plus Bereiche hochstufen kann. Und das erlaubt auch, dass Bosse, die man bereits getötet hat, wieder spawnen. Und mit jedem New Game Plus Cycle, in dem man diese Bosse besiegt, desto mehr Seelen geben sie. Das heißt, was man macht, ist, man holt sich einen Haufen von diesen Items und bekämpft einen bestimmten Boss, The Rotten, so 10-mal und holt sich damit 1 Million Seelen innerhalb von so 10, 15 Minuten und kann damit direkt zum Ende des Spieles laufen. Das ist dann ja aber auch ein sehr interessanter Run, wenn man einfach die gleichen Boss 10-mal tötet. Es ist eine wilde Kategorie. Es ist eine wilde Kategorie. Man kann sagen, was man will, aber deswegen gibt es auch diese Kategorie. Für Leute, die kein großer Fan davon sind, gibt es die Old Souls-Kategorie, wo wir wirklich einen sehr großen bis fast alles von dem Spiel sehen, wo wir jeden Weg gehen werden und jeden der Old Souls selber eliminieren und sammeln werden. Dass Nick hier an dieser Kiste gebackstabbt und getötet worden ist, ist auch ein That Never Happened Before gewesen. Ja, deswegen war da gerade auch schön diese Animation am Timer. Die finde ich immer noch super, dass sie die haben. Eines der besten Features. Absolut. Aber ja, wir equippen hier wieder kurz unseren Staff, um unseren Damage-Buff wieder auf unsere Waffe zu geben. Dark Weapon für diese Scorpion Lady. Auch diese Dame hat einen Schwachpunkt, in den wir ihren Schwanz angreifen, fällt dieser irgendwann ab und das erlaubt sie weitaus angenehmer zu bekämpfen. Es eliminiert ein paar Angriffe aus ihrem Angriffspool, die ein bisschen an Zeit sparen oder die ein bisschen an Zeit wasten würden sie kommen. Und das spart dementsprechend Zeit. Sie braucht ganz schön viel Zeit, weil sie einfach immer wegläuft. Ja, sie kann eine Reihe an verschiedenen Angriffen machen und viele davon lassen einen mehr angreifen, viele davon weniger. Allerdings, sie hat einfach gerade entschieden, dass sie ausweicht, jedes Mal. Es ist unglücklich. Aber ja, weiter geht es dennoch. Leider müssen wir jetzt den Rest des Runners nicht mehr den schönen Mann vor uns sehen, sondern den leicht abgebissenen Run, denn wir sind jetzt ein Hollowed Mann, welcher nicht menschlich ist, sondern einmal gestorben ist. Es ist ein Attribut, das in diesem Spiel ziemlich übel ist, je schlechter man ist. Mit jedem Mal, mit dem man stirbt, verliert man ein bisschen seiner Max-HP, bis runter zu der Hälfte seiner HP. Man kann das nur rückgängig machen mit Human Effigies, die man benutzt auf, ich glaube, bei Bonfires. Vielleicht kann man die auch jederzeit aktivieren. Man kann sie auf jeden Fall bei Bonfires und jederzeit benutzen. Ein Effekt ist nützlich, der andere nicht so wirklich. Und man muss es selbst einmal rausfinden, was es ist. Also man verschwendet jedes Playthrough mindestens eine. Aber hey, genug davon. Jedenfalls, wir sind gut genug, dass wir genug Health haben sollten für den gesamten restlichen Run. Und bestimmt auch kein zweites Mal sterben werden. Genau, absolut, definitiv nicht Smile. Tatsächlich kommen wir zu einer der Bossen, wo ich garantieren kann, dass wir nicht sterben werden, denn es ist einer der leichteren. Wir kommen zur Congregation, welches ist der Bosskampf von dieser
komplett zugehollowten Stadt. Es sind hier einige Villager, die eindeutig wahnsinnig geworden sind durch den Hollow-Effekt, der sich in diesem Land verbreitet. Wir lenken sie ab, während wir diese Tür hier öffnen mit einem Alluring Skull. Wir haben 10 davon, ich glaube, im vorherigen Gebiet gefunden. Sie sind einer der nützlichsten Items in einem Speedrun in jedem Dark Souls-Spiel, weil viele Gegner sind so platziert, dass man entweder mit bestimmten Türen oder mit bestimmten Wegen, die man entlang gehen muss, mit diesen Gegnern interagieren muss. Und es ist einfach eine schreckliche Zeit. Meistens sind es Hunde und niemand mag Hunde. Niemand mag Hunde in Videospielen. Ja, und deswegen... Also als Gegner. Ja. Nur um das zu klassifizieren. Und deswegen, die Alluring Skulls erlauben uns, die Gegner, deren Attention auf einen bestimmten anderen Ort zu fokussieren zu lassen. Wohin auch immer man diese Alluring Skulls wirft, dort rennen die Gegner hin und greifen es für eine kurze Zeit an. Wir werden ihn auch benutzen hier, während dem Kampf gegen die Congregation, welches in Wirklichkeit ist ein Schwarzmagier und sein Gefolge. Alle davon relativ schwach. Die Theorie ist, dass diese Gegner zusammen eine Gefahr anbieten. Allerdings haben wir so viel Damage mit unserem Rapier und mit unserem Dark Weapon Buff, dass wir da komplett easy durchkommen. Und dieser Bosskampf ist mit fast jedem Build, der Damage macht, ziemlich okay. Und wir haben gerade unsere Menschlichkeit wiederhergestellt. Das heißt, wir sind keine wandelnde Leiche mehr. Wir sind wieder schön zum Anschauen. Wundervoll. Surely bleibt das so für den Rest des Runs und wir sterben nicht in diesem Areal sofort. Ja. Genau. Aber ja, tatsächlich kommen wir hier zu einem Bereich, der in einem Casual Playthrough ziemlich trickreich ist. Diese gesamte Cave-Umgebung ist voller nützlicher Upgrade-Materialien, die wir uns sogar holen werden. Hier sind nämlich Titanite-Chunks überall versteckt. Titanite-Chunks ist die, ich schätze, vorletzte Stufe an Upgrade-Material, das man braucht, um eine Waffe hochzuleveln. Grundsätzlich jede Standardwaffe braucht Titanite und je nachdem, wie hoch gelevelt sie ist, braucht sie entweder Titanite Shards, Large Titanite Shards oder Titanite Chunks. Und jede braucht man für eine gewisse Anzahl, um die Waffen, um diese bestimmte Anzahl an Leveln weiter hochzubringen. Titanite Chunks sind die schwere Variante zum Finden. Sie sind die vorletzte Stufe, die einen die Waffe, ich glaube, bis zu plus 9 hochstufen lassen. Und das ist, was wir definitiv machen werden mit unserem Rapier. Wir haben übrigens 1,9 Millionen Dollar gekriegt gerade eben. Ey, sehr schön. Gut. Wir haben hier tatsächlich ein weiteres Item, einen weiteren Buff aktiv, den ich davor noch nicht erklärt habe. Und das ist ein Ladybug. Diese leuchtenden Bugs geben einen massiven Boost in Strength und Defense für ungefähr eine Minute. Diese Teile sind unfassbar nützlich für eigentlich jeden Run, aber vor allem für Speedruns, wo man jeden Boss im ersten Versuch schlagen sollte. Ja. Und wir sehen die Macht, die wir haben. Die Kombination von dem Rapier, Dark Weapon und dem Ladybug vernichtet diese Spinnendame so richtig. Das ist einer der Bosse, der anfängt, einen größeren Health Pool zu haben. Und er schmilzt an unseren Waffen und der Möglichkeit, die wir haben, um unseren Damage einfach zu stacken. Von dem größeren Health Pool hat man nicht viel gemerkt. Ja, nein, absolut nicht. Diese Ladybugs sind allerdings relativ teuer und mit jedem Boss, den wir bekämpfen, oder mit jedem Areal, das wir full clearen sozusagen, werden diese Ladybugs um ein Doppeltes teurer. Aber dafür gibt es wieder dann welche, wenn wir zu dem Shopkeeper wieder gehen. Deswegen haben wir unser Geld ganz am Anfang des Runners hauptsächlich benutzt, um die Ladybugs ganz am Anfang zu kaufen. All das Geld, das wir erhalten haben, durch den Tod von dem letzten Giant, der erste Boss, den wir bekämpft haben, das ging in den Shop rauf. Einfach, um die Ladybugs zu kaufen, um ein paar Homeward Bones zu kaufen, die nützlich sind, um einfach direkt sich nach Hause zu teleportieren. Und spezifisch, was ich noch gar nicht erwähnt habe, der Shopkeep hat einen interessanten Effekt. Wenn man bei dem ersten Shopkeep, ich glaube, es waren 10.000 Seelen ausgibt, dann belohnt er einen mit einem Ring, der einen mehr Seelen-Drops gibt.
Wir haben den an für den gesamten Rest des Runners, weil es einfach gratis mehr Seelen sind. Es ist einer der nützlichsten Ränge überhaupt in dem Spiel. Es erlaubt einen jeglichen Bosskampf einfach noch viel lohnenswerter zu machen, weil wir einfach, ich glaube, es waren plus 10% mehr Seelen kriegen. Der Effekt wird nochmal... Ja. Seelen nachher noch ausgeben? Und gerade rennen wir mit 84.000 Seelen. Ja, werden wir die noch in Level stecken, oder? Genau, ja. Sie werden reingesteckt in entweder Upgrade-Schritte für unsere Waffen oder in Level. Der Grund, wieso wir so viele auf einmal jetzt gerade in unserem Inventar haben, ist, dass Teleportieren nach Hause braucht Zeit. Und unser Build macht schon genug Schaden, derweil, dass wir jeglichen Bosskampf sehr schnell gestalten können. Das heißt, die Seelen jetzt schon auszugeben, ist einfach Zeitverlust. Wir brauchen nicht mehr Damage oder mehr Sicherheit oder irgendwas für diese Kämpfe jetzt gerade. Es ist weitaus schneller, einfach alles in einem durchzumachen. Selbst wenn es das Risiko gibt, dass wir all diese Seelen an einem Tod verlieren könnten. Es spart einfach so viel mehr Zeit. Aber ja, irgendwann investieren wir die auch. Keine Sorge. Und nur um das ja auch einmal in den Raum zu stellen. Ja, Ladybugs ist übrigens der englische Name für Marienkäfer. Oh. Das ist sehr witzig, weil es sind definitiv nicht Marienkäfer, die wir sammeln. Das ist aber die korrekte englische Übersetzung. Ausgezeichnet. Nun, ich könnte einfach lügen und das Item heißt anders. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht der Fall. Ich habe Ladybugs in Erinnerung, aber vielleicht heißen die anders. Dark Souls 2 Wiki. Oh, Brightbugs. Vielen Dank, Snake Fighter. Dann sind es Brightbugs. Ich habe euch alle belogen. Vielen Dank für die Korrektur, Mr. Snake Fighter. Darfschluss, wie kannst du nur? Es tut mir leid. Anzeige ist raus. Ja, ich weiß schon. Ist schon die dritte die Woche, ey. Ist schlimm. Sind in Deutsch nicht irgendwas mit Schmetterlinge? Ich glaube, du meinst Butterfliegen. Nun, okay, wir sind hier schon ziemlich weit durch diesen Bereich. Wir sind in The Lost Bastille wieder angekommen. Und tatsächlich ist das Movement hierdurch relativ strikt. Es gibt hier einige Gegner, die uns spezifisch den Weg versperren. Aber durch sehr präzises Movement können wir all diese Gegner umgehen und sie gerade so manipulieren, dass sie genau aus dem Schritt gehen und ausweichen, wenn wir in die Nähe kommen und dorthin gehen wollen, wo wir hinwollen. Sowas gibt es einen Haufen in diesem Spiel. Und das meiste davon habe ich unkommentiert belassen, weil es oft Nuancen sind, die die Runner in- und auswendig kennen, um den Run so schnell wie möglich und so konsistent wie möglich zu halten. Es naht an Routen, die in No-Hit-Runs benutzt werden, weil alles in diesem Spiel so verdammt strikt ist und jeglichster Fehler, ihr seht es gerade in den Seelen rechts unten, uns massiv kosten würde. Nicht nur in Zeit, sondern auch in Ressourcen. Es sind oft Runs nicht vollständigbar, wenn man stirbt an schlechten Momenten. Ja, die Level braucht man vermutlich nachher schon, weil sonst irgendwelche Fight-Strats nicht mehr aufgehen werden. Ja, und wir sehen auch ist einfach ganz, ganz schlechte Zeit. Ja, eine schlechte Zeit hat auch dieser Boss gerade gehabt, The Lost Sinner. Wir sehen, wieso wir die Seelen noch nicht investiert haben. Wir verschmelzen diese Bosse auch so schon. Also ja. Gut, wir sind tatsächlich beim Punkt angekommen, wo wir endlich nach Hause gehen und all diese verdammten Seelen investieren und sie müssen nicht mehr am Bildschirm sein und uns die ganze Zeit Sorgen machen, dass, oh Gott, bitte geh jetzt endlich nach Hause und investiere in Leben. Aber ja, genau das machen wir. Wir holen uns einen Haufen an Vigor für Health, mehr Endurance, damit wir mehr Stamina haben, zum mehr Sprinten. Und die restlichen Punkte gehen tatsächlich nicht mal in Dexterity, damit unsere Rapier mehr Schaden macht, sondern wir investieren nur noch in Int und Faith, weil wir damit den Effekt von dem Dark Weapon Spell weiter buffen. Wir müssen nicht mehr die Geschicklichkeit von der Dex-Waffe weiter stärken. Die Skalierung ist gut, aber man muss eine Menge an Punkte investieren, dass wir tatsächlich einen sehr großen Unterschied sehen. Hingegen, der Weapon-Buff von Dark Weapon skaliert weitaus besser, indem wir unsere Punkte in Intelligence und in Faith investieren. Ich war voll gelevelt und habe mich da trotzdem rumgequält. Es passiert. Mir ging es nicht anders. Aber hey, wenn man weiß wie, dann macht vieles eine Menge Sinn. Ja, Dark Souls ist die Definition von, wenn du weißt, wie, ist alles ganz einfach.
Absolut, absolut. Man muss aber auch argumentieren, dass all diese Strategien so leicht und konsistent aussehen, weil man auf dem Weg nichts falsch machen darf. Ja. Angenommen, du stirbst an einem Boss, wo du einen Bright Bug benutzt hast. Herzlichen Glückwunsch, du hast nun einen Bright Bug weniger, den du nicht benutzen kannst für einen anderen Bosskampf. Die Dinger sind teuer und es gibt nur eine limitierte Anzahl und du hast damit einen Boss, der noch kommen wird, weitaus schwerer gemacht. Das skaliert sich exponentiell. Mit jedem weiteren Tod fehlt einem eine weitere Ressource, die man woanders benutzen könnte. Dementsprechend, es sieht leicht aus, aber was passiert, wenn mal was falsch läuft? Gut. Wir haben hier tatsächlich das erste Areal, wo das Rapier theoretisch nicht die optimale Waffe ist. Denn in dieser verlassenen Gruft gibt es einen Haufen Skelette und der Bosskampf, der hier ist, besteht auch nur aus Skeletten, die wir bekämpfen. Skelette haben eine gewisse Resistenz gegen Slash- und Piercing-Waffen. Und wer einmal geschaut hat, wie man ein Rapier benutzt, inklusive dieses Spiel, der weiß, man sticht mit dem Teil, das ist eine Piercing-Waffe. Allerdings einmal machen wir mitten durch das Skelett, durch die Rippen durchstechen und dann, genau. Irgendwie passiert ja nicht so viel. Ja, irgendwie geht das nicht, ne? Uns ist das scheißegal. Unser Damage ist mittlerweile hoch genug, dass, obwohl die Skelette Piercing-Resistenz haben, wir machen genug Schaden, dass wir die Dinger one-shotten und sie haben Resistenz. Wir sehen hier diesen Skelett-Boss. Der große Dude ist down in 2 Hieben. Der hier in 3. Wir brauchen nicht eine andere Waffe. In früheren Routen war hier der Mace essentiell. Denn der Mace war eine Strike-Waffe. Es ist ein großes Teil, mit dem man schlägt. Also es ist eine dumpfe Art an Angriffstyp, die sehr effektiv ist gegen die Skelette. Und genau deswegen holt man die spezifisch für diese Gegner hier. Allerdings ist es absolut obsolet geworden, als man Dark Weapon gefunden hat und die Effizienz davon. Deswegen haben wir auch nicht in Dexterity rein investiert, sondern in Int und Faith. Der Schaden, der hier tatsächlich kommt, ist hauptsächlich basierend auf dem Buff, den wir auf unserer Waffe haben. Jetzt habt ihr allerdings gesehen, hey Daftus, du lügst uns doch sicher schon wieder an, weil ich meine, wir haben einen Mace in unserem Inventar. Und wir haben den sogar geupgradet. Wieso benutzen wir das Teil denn nicht? Wir haben den vorher benutzt. Wir haben den vorher benutzt, ja. Ja, wir haben die Titanit, war auch immer diese Dinger. Da haben wir auch so diese Planchetags gemacht. Genau. Die Crystal Lizards sind die Gegner, die du meinst, aber absolut richtig erkannt. Diese Dinge sind sehr essentiell, weil sie droppen einen Haufen an Titanite Chunks und Large Titanite Shards, die wir brauchen, um unseren Rapier zu upgraden. Nur unser Rapier, es ist eine Stichwaffe. So ein kleines Teil, das am Boden schnell rumläuft, zu treffen, ist ein bisschen schwer. Deswegen haben wir den Maester, um solche Gegner... um solche Gegnertypen leichter und mehr konsistent zu eliminieren. Star Wars. It's a really cool fight. Macht er das Pferdeding auch? Devolus, du musst ein bisschen mehr konsistent sein, ein bisschen genauer sein. So viel wie ich weiß, gibt es in diesem Spiel nicht Horse-Tilting wie in Skyrim. Wir haben hier übrigens den einzigen Out-of-Bounds-Glitch, den man wirklich in diesem Spiel benutzt, mit einem sehr präzisen Jump bei der... bei dem Stein dort kann man dort hoch auf den Felsen springen und ein bisschen über das Areal drüber rennen. Spart ein bisschen Zeit, nicht sonderlich viel, aber ich glaube so 30 Sekunden an Rumgelaufe ist es schon angespart. Der Reiter, der im Kreis rennt, ist tatsächlich nicht ein notwendiger Kill für diesen Run, also sehen wir den leider nicht. Gut, wir haben sehen wir gerade Chepper, der hat. Ja, genau. Covetous Demon, da war er. Tschüss, Chopper. Ich würde hier weiter davon singen, wie mächtig unser Build ist. Wäre dieser Boss nicht ein absoluter Witz für buchstäblich jeden Build jemals? Es ist ein sehr seltsamer Boss. Er macht nicht wirklich viel. Ja, also da hat einfach irgendjemand zu viel Star Wars geschaut. Ich schätze, vielleicht hatte er zu viele Cookies von Weihnachten. Es ist jetzt ungefähr die Zeit, wo man es wieder abbauen muss im Jänner.
Also, ich würde darauf tippen. Ja, das klingt auch plausibel. Ja. Ansonsten rennen wir hier weiter durch dieses sehr fressendes Gebiet in dem Schloss. Tatsächlich ist dieses Areal einer der nervigsten casually, weil es gibt hier sehr mächtige Gegner und Unmengen an Fallen und man ist nonstop gepoisoned und man will nicht mehr. Und dann geht man noch einen Weg ab und da ist dann plötzlich wieder was Neues und man will einfach nicht. Und zusätzlich, der Boss, den wir hier bekämpfen, eine sehr Medusa-ähnliche Dame, ist in einem großen Poison-Bad, das sie nonstop heilt. Normalerweise müsste man einen größeren Umweg gehen und die Windmühle, in der wir uns befinden, in Flammen setzen, damit diese Poison hier entfernt wird. Allerdings... Allerdings sind wir gestorben, also geben wir das Ganze noch einen Versuch. Aber gib mir mehr Zeit zu mir erklären. Ja, die Dame regeneriert sich nonstop in der Poison, was normalerweise ein Kampf gegen sie, während das hier am Existieren ist, sehr schrecklich macht. Unser Damage ist allerdings hoch genug, dass wir ihre Regenerierung mehr oder minder ignorieren können. Also wir können den Boss sehr schnell und sehr effizient genug killen, dass es für uns komplett plausibel ist, nicht diesen extra Schritt zu gehen, mit der Windmühle in Brand zu setzen. Aber es macht den Kampf weiter schwerer und all die Gegner, die auf dem Weg sind, sind sehr nervig. Es sind schwere Gegner zum Abhängen. Ja, die haben uns vorher auch schon ganz schön übel mitgegeben. Ja. Kann man das Gift ablassen? Es gibt spezifische Consumable Items, die einen erlauben, sich von Gift zu heilen. Sie heißen Purple Moss Clumps. Ich glaube, die Frage war eben schon eher den gesamten Pool, in dem der Boss ist. Der Pool, in dem der Boss sich befindet an Poison, den kann man auch ablassen, indem man eine Windmühle in Brand setzt. Ein Schritt, der weitaus zu lange braucht für den Speedrun, den wir gerade schauen. Gotta go fast. Keine Zeit, um das abzulassen. Ich glaube, der Stream von dem Streamer lag gerade ein bisschen, aber hey, wir sparen Frames dabei. Das ist okay. Der Kampf ist immer noch sichtbar. Save the frames oder so. Ja, genau. Wir sehen auf jeden Fall in Slow Motion, wie effizient wir uns positionieren um den Boss rum, um maximalen Schaden zu machen. Und wir sehen, dass es nur 2 volle Stamina-Bars von uns braucht, um den Boss zu entfernen. Etwas, das normalerweise nicht wirklich möglich ist. Allerdings dadurch, dass wir so viel an Skillpoints investiert haben in unseren Buff-Spell von Dark Weapon und auch in unsere Stamina, können wir den Boss relativ leicht besiegen. Ja. Na, sterben ist nicht auf unserer Seite. Das ist vom Runner selbst. Ja, es sollte sich... Da können wir leider nichts dagegen tun. Wir gehen in einen Tech-Break. Alles gut. Okay. Fix mir das mal schnell, dann sollte es geklärt sein. Aber ja, währenddessen kann ich auf alle Fragen eingehen, die ihr gestellt habt, die ich nicht gesehen habe oder keine Zeit hatte zum Eingehen. Ich habe davor die Frage gesehen, hey, was bedeutet eigentlich dieses Rummel? Das ist ein Insider-Joke von uns, als die Franzosen uns vor vielen, vielen Zeiten geraidet haben, ist dieses Rummel entstanden, welches die deutsche Übersetzung ist für Hype, genau, ja. Genau, deswegen JDQ, alle Leute rufen Hype und wenn man Hype wörtlich ins Deutsche übersetzt, kommt halt Rummel raus. Genau, das ist unser Hype. Ja. Gut. Und es hat gerade nicht nur das Game geruckelt, das Audio war auch in Zeitlupe. Oh boy, okay. Dann war es vielleicht deren RTMP-Server, der am Sterben war. Das ist auch möglich. Ich glaube, das war einfach eher das Internet des Runners hat eine Pause eingelegt. Das kann gut sein. Was ist Old Souls für eine Kategorie? Das bedeutet, dass man jeden Old Souls Boss besiegen muss in Dark Souls 2. Also jeder Boss, der eine Old Soul droppt, welches ist so ziemlich jeder Boss, der ganz am Ende eines jeden Weges ist, den man gehen kann, die muss man tatsächlich bekämpfen. Alternativ zu der normalen Any%-Kategorie, wo man 1 Million Seelen stattdessen sammelt, einen Haufen an Bosse dafür skippt und direkt zum Ende damit gehen kann.
Und Maggot, du bist uns beigetreten. Ja, willkommen. Juhu, der Run ist noch nicht zu Ende, es ist noch ein kurzer Tag Pause. Ich hab's zu mitbekommen. Aber ich glaube, bevor er alleine hier rumsitzt, komme ich noch dazu. Juhu, klar. Bevor er nachher komplett wegfällt, weil das Internet gar nicht mehr da ist. Ja, es sollte gleich gefixt sein, ich bin zuversichtlich. Ich bin gespannt, wo es wir lief bisher ja auch relativ gut bei ihm. Deswegen, ich denke auch, dass das... Dann geben wir jetzt 2-3 Minuten und dann... Ich würde argumentieren, und das ist definitiv die Person in mir, die schon viele Dark Souls Runs gesehen hat, aber die Dark Souls Speedruns von 1 bis 3 sind schon auf einem Punkt, der so stark optimiert ist, dass jeglicher Fehler schon als ziemlich großer Zeitverlust gesehen wird. Und ein Tod ist immer ein sofortiger Reset von einem Run. Hey, wir können wieder das Spiel sehen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also die 2 Tode, die wir gesehen haben, sind tatsächlich zu sehen als Raritäten, weil ich meine, der Tod bei der Poison-Dame, die wir gerade gesehen haben, war sehr berechtigt, weil die Gegner auf dem Weg sind, wirklich schrecklich zum Handhaben. Aber es ist einfach schon bei einem Punkt angekommen, wo jeglicher Tod einfach schon als ein wirklich massiver, unfassbar undankbarer, großer Fehler gesehen wird. Massiv, groß und undankbar ist ebenfalls dieser Invader, der gerade bei uns beigetreten ist. Fencer Sharon ist ein NPC-Invader, der jedes Mal in diesem Areal kommt. Und jeder, der dieses Spiel, Dark Souls 2, Skull of the First Sin, zu diesem Punkt gespielt hat, hat diesen NPC im Kopf und hasst ihn ohne Ende. Dieses absolute... Wie, wer auch immer sich gesagt hat, hey, lass uns diesen NPC hier reinhauen. Mit unfassbar schnellen Angriffen, unfassbar viel Reichweite, er readet deine Inputs und du musst ihn bekämpfen, ganz am Anfang des Bereiches, ist ein fucking Arschloch. So, draußen, können fortfahren. Ernsthaft, wenn man keinen guten Build hat, dann steckt man hier, weil dieser NPC einfach undankbar ist und unmenschlich. Und man kann nicht mal an ihm vorbeilaufen, weil dieses gesamte Areal voll ist mit diesem wirklich schnellen, wirklich unfassbar massiv Schadens... Was will ich sagen? Die Samurai, die hier sind, sind sehr schnell und machen verdammt viel Schaden. Und das erlaubt einem einfach nicht, hier gut durchzulaufen. Der Runner hat das 100-mal gelernt, weiß, wie er das macht. Somit ist er 100%ig bewusst, wie man hier vorgehen muss, wo man sicher sein muss, wo man schnell sein muss, um hier sicher durchzukommen in einem, ohne dass der NPC einen einholen kann. Wenn man hier allerdings casually sich verbringt, vor allem in Skull of the First Sin, ist dieser Bereich einer der unmenschlichsten und uncoolsten Bereiche im Spiel. Und hier müsste man normalerweise durch im ersten Spiel oder in der ersten Version von Dark Souls 2, um die Dao Ember zu kriegen. Das Item, das wir ganz am Anfang gekriegt haben, um den Schmied zu kriegen. Also, da wisst ihr Bescheid, wieso man Skull of the First Sin spielt. Tatsächlich ist dieser Bereich weitaus angenehmer in der normalen Dark Souls 2 Version. Nicht Skull of the First Sin. Weniger Gegner und weitaus, sagen wir, strukturiert platzierter. Sie sind hier einfach überall reingeworfen. Aber hey, wir haben es hinter uns. Fencer Sharon lässt uns endlich alleine. Gottes Willen. Ja, eine Minute war schon viel zu viel. Und wir haben hier den finalen Boss von diesem Weg, den wir gegangen sind. Old Iron King. Der, ehrlich gesagt, ziemlich cool aussieht. Er ist ziemlich cool und er ist einer der interessanteren Bosskämpfe tatsächlich. Weil er sich in Lava befindet, kann man ihn nur angreifen, wenn er recovered von seinen Angriffen. Und es sind auch nur seine Arme, die wir wirklich angreifen können. Manchmal ist sein Kopf niedrig genug, dass wir den angreifen können für mehr Schaden. Allerdings, er hat einige Angriffe, wo sein Arm sehr lange einfach auf der Arena bleibt. Und das erlaubt einem einfach wirklich viel Schaden zu machen. Das macht ihn leider relativ leicht. Hauptsache, wir gehen nicht in der Lava baden. Ist die Lava Instant Killer oder würde man einfach nur anfangen zu brennen und sehr schnell sehr viel Schaden bekommen? Auf der Magma, die tatsächlich Plattformen bildet, kannst du gehen und ich glaube, du überlebst 2 Ticks. Okay. Die Lava zählt als Abgrund. Also, ja, man kann nicht drauf.
Ja, war schon schwer, der Bossfight, ne? Es wird jeder Boss in diesem Playthrough absolut so aussehen. Ich sag Playthrough, in diesem Speedrun so aussehen. Weil wir einfach den Damage haben, dass wenn wir 3 richtige Schritte gehen und die Bosse dementsprechend die Angriffe wählen, denen wir ausweichen, dann sind sie halt tot. Weil unser DPS, was unser hauptsächlicher Fokus ist, neben Movement Speed, ist einfach so hoch. Wir sind allerdings auch dementsprechend eine ziemliche Glass Cannon. Wir haben zwar uns mehr HP geholt, damit wir 1-2 Hits überleben können, aber ja, jeglicher Fehler ist impliziert. Jeglicher Nicht-Fehler sieht einfach so aus, als wäre das Spiel easy peasy und du killst halt den Boss in 4 Hits. Ist auch wahr. Wir laufen auch immer noch als Leiche rum. Ja, mittlerweile wieder. Wir haben tatsächlich jetzt 2 Tode in dieser Leichenform schon uns geholt. Also unsere Lifebar, also unsere Max Health ist um ein bisschen mehr reduziert, als wir es beim ersten Mal gesehen haben. Aber nicht genug, dass es wirklich relevant wäre für uns. Ja, einfach nicht getroffen werden und dann... Einfach besser spielen. Ja. Einfach besser spielen. Ja. Wie funktioniert Dark Souls? Das Leben des Gegners auf 0 reduzieren, wenn das eigene Leben über 0 bleibt. Ja, einfach ausweichen. Nicht getroffen werden. So schwer ist es nicht. Man kommt schon. Um den Eingang hier zu dem großen Tor zu öffnen, das war übrigens, wo wir vor so circa 30 Sekunden durchgegangen sind, das war das große Tor, das sich geöffnet hat, dadurch, dass wir all die Old Souls uns geholt haben, all die Bosse gekillt haben, die auf dem Weg, auf den verschiedenen Wegen waren, die wir gekillt haben. Dieses Tor würde sich öffnen mit den 1 Million Seelen. Wir sind eben den anderen Weg gegangen, sind jetzt aber auf demselben Ort dort, wo wir mit der anderen Route auch landen würden. Nur mit weitaus weniger Seelen. Und wir sind wieder hübsch. Juhu. Juhu. Ja, wir müssen hier ein bisschen warten, weil die Tür hier braucht wirklich lange zum sich öffnen. Also uns wieder hübsch machen. Eine sehr, sehr große und eine sehr, sehr epische Tür. Natürlich braucht das lange. Ja, natürlich. Und es ist auch eine Tür, die eine Mechanik in diesem Bereich beibringen soll. Aber es macht es sehr seltsam, sodass die meisten ersten Playthroughs vermutlich vor dieser Tür einige Minuten einfach hängen, weil man weiß nicht, was man dort tun soll. In Realität gibt es hier diese Statuen, die Seelen sammeln. Und wenn man Gegner killt in der Nähe von diesen Statuen, dann bewegen sie sich und öffnen irgendeine Form von Weg. Oder es spawnt mehr Gegner, weil es ist Dark Souls 2. Aber wenn man weiß, welche Statuen welchen Effekt haben, kann man präzise genau die Statuen aktivieren, die man will, um genau die Weiterwege zu eröffnen. Hier diese Türen, die denselben Effekt haben. Macht man hier auch die Doppelbosse? Korrekt. Was wir als nächstes bekämpfen werden, ist ein Doppelboss. AKA 2 Gegner auf einmal. Spoiler Alert, deren HP widerspiegelt, dass es 2 sind und nicht einer. In Dark Souls mag ihre Doppelbosse aber auch. Ja, das ist gibt's wahr. Auch irgendwie in jedem From Software Spiel irgendwie einen Doppelboss oder so. Lass mich überlegen, mir fällt auf Anhieb keiner einen Dark Souls 3. Oh nee, aber es gibt einen mit 6 Gegnern auf einmal. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Aber ja, wir sind auf dem direkten Wege hier durchgesprintet, sind ganz oben in Schloss Dranglake angekommen, um zu realisieren, dass der König, der das gesamte Land mit Herz und Blut verteidigt hat, fehlt von seinem Thron. Es ist nur seine liebevolle Kumpanin dort zu finden, die etwas unnett wirkt. Aber hey, die ist ganz okay, schätze ich. Hier ist der Doppelboss. Der eine ist gestorben in 3 Hits. Der andere ist der Tank mit Schild und so. Genau, der andere war der Ranger, der manchmal runterspringt und er ist sofort runtergesprungen und er hat 3 Hits gebraucht. Der Boss ist ebenfalls nicht schwer mit einem normalen Playthrough. Es ist ein sehr leichter Bosskampf. Der nächste, ein bisschen schwerer. Wir sind jetzt beim großen Turm angekommen von Schloss Dranglake und wir müssen hier relativ weich hochklettern zum Dach hoch.
Dort oben bekämpfen wir den wahren, ich schätze tatsächlich herausfordernden Bosskampf in dem Bereich, Mirror Knight. Und der ist tatsächlich einer der cooleren Bosse in diesem Spiel. Leider werden wir nicht viel von ihm sehen, gegeben unserem DPS. Aber es ist ein sehr cooler Bosskampf mit mehreren Phasen, der sein Schild, welches ist ein Spiegel, benutzt, um diese Spiegelgegner rauszulassen, die man davor geteasert kriegt. Gut. Es ist davor die Frage gekommen, welches unser Lieblings-Dark Souls ist. Ich würde argumentieren, dass jedes einzelne Dark Souls-Spiel auf eine eigene Weise wirklich geil ist und sie haben alle verschiedene Stärken und Schwächen. Ich liebe Dark Souls 2 dafür, dass es sich am ehesten anfühlt wie ein wirkliches Role-Playing-Game, das man spielt, wo man durch eine große Welt durch erkunden muss und wo man jetzt vielleicht nicht die schwersten Kämpfe hat und die Mechaniken jetzt nicht die ausgereiftsten sind, aber du hast die Möglichkeit, mit Power Stances und mit vielen verschiedenen Waffenkombinationen wirklich einfach deinen Charakter zu dem zu machen, was du willst und ein bisschen eine Power Fantasy zu leben. Und das fügt zu dieser Welt hinzu, die komplett am Sterben und Ausrotten ist. Dafür liebe ich Dark Souls 2. Liebe Dark Souls 1 dafür, dass es Dark Souls 1 ist. Die Erkundung, die man ganz am Anfang hat, ist wundervoll, dass man überall hingehen kann, dass man die viel größeren Bosse unten in Brighttown schon von Anfang an besiegen kann, ist wirklich cool. Es ist zwar ein bisschen schwächer, wenn man dann zur zweiten Hälfte kommt, aber es ist ein wundervolles Spiel, einfach um zu erkunden, und ebenfalls diesen Role-Playing-Aspekt auszuleben auf eine andere Weise. Und Dark Souls 3 ist das ausgereifste der Spiele, was Battle Mechanics angeht. Die Weisen, wie Bosse angreifen, sind spezifisch dafür gebaut, um Rollen zu fangen, die man machen kann. Und dementsprechend ist es auch das Herausforderndste in einem No-Hit-Run. Es ist auf einem Combat-Level wirklich cool, aber auf einem Erkundungslevel finde ich etwas schwächer als die anderen Spiele. Ich kann selber dazu nicht viel sagen, weil das einzige Dark Souls, das ich gespielt habe bisher, war Dark Souls 3. Und das habe ich auch nicht komplett gespielt, weil irgendwann kam ich in so eine High-PvP-Area, wurde da 5-mal in Folge von dem gleichen leckenden Dude fertig gemacht und seitdem habe ich das Spiel nicht mehr angefasst. Es ist ein valider Grund, um das Spiel aufzuhören. Das muss man gestehen. Das ist schon das Wahnsinn. Aber ja. Ich habe übrigens wieder mal gelogen. Es war nicht Mirror Knight, sondern es war Looking Glass Knight, welcher das Mirror Shield besitzt. Ja. Also, ja. Ja, was ist der Unterschied zwischen einem Spiegel und einem Looking Glass? Ja, yeah, I mean, you know. Es ist halt Glas, in das man schaut. Genau, dann sieht man was. Zum Beispiel sich selber, wie in einem Spiegel. Ja, also es ist normalerweise ein Kampf mit vielen verschiedenen, wirklich coolen Angriffen. Wir haben keine davon gesehen. Es ist ein Speedrun. You know, wir sehen nicht, was dieses Spiel ist. Wir sehen, was man mit diesem Spiel machen kann. Und das ist das. Und von den anderen From Software Source Games? Sekiro und so weiter? Ich würde tatsächlich, hier bin ich wieder sehr controversial, weil ich tatsächlich die anderen From Software Spiele nicht wirklich mag. Ich mag Bloodborne dafür nicht, dass jeder Bereich gleich aussieht, welches ist diese Graveyard-Umgebung, in der man sich befindet. Ich mag Elden Ring nicht dafür, dass es ein Open-World-Spiel ist und das ist die Essenz davon. Es ist einfach nichts, etwas, das mich spezifisch interessiert, obwohl es ein gutes Spiel ist. Genauso mit Bloodborne. Und Sekiro habe ich tatsächlich selbst nie gespielt, aber ich war nie spezifisch interessiert, einfach weil jeder Kampf sehr ähnlich ist, welches ist Parries und ja, ich schätze in Essenz Parries. Es gibt hier keine vielen verschiedenen Waffen, wo man sich mit seinem eigenen Build verwirklichen kann. Es gibt verschiedene Skills, die man oder Skill Trees, die man entlang gehen kann. Aber das ist, was mir in Sekiro fehlt. All diese Spiele, möchte ich übrigens klarifizieren,
sind großartige Videospiele und sind wirklich gut. Sie sind nur nichts etwas, was mich persönlich interessiert. Also ich bin thematisch ist Sekiro tatsächlich mein Lieblingsspiel. Das finde ich irgendwie von einfach vom Thema her super cool. Es gefällt mir persönlich. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Meine Schwester hat mir das, ich glaube, letztes Jahr, also 21 zu Weihnachten geschenkt. Aber seitdem bin ich noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Muss ich auch mal noch machen. Habe ich auf jeden Fall noch vor. Also ist sicher eine gute Sache zum Vornehmen für 2023. Aber zurück zum Run. Wir sind tatsächlich... Beziehungsweise ganz kurz noch eine Frage von Spolgi. Nein, er spielt nicht auf Level 1. Wir haben nur keine Rüstung an, weil wir damit schneller rennen. Korrekt. Aber wir haben schon ganz viele Stats gelevelt. Ja. Okay, jetzt darfst du. Wir sind tatsächlich in einer der fiesesten und nervigsten Areale in ganz Dark Souls 2. Egal, ob man Scholar of the First Sin spielt oder das normale Dark Souls 2, dieses Gebiet ist unfassbar schrecklich. Es ist voll mit hohem Wasser, wo man sich langsam drin bewegt, und voller seltsamer Magier, die einen aus der Ferne mit Homing Projectiles abschießt. Und dieses Tor, durch das wir gerade gegangen sind, ist einer der schwersten zum Durchqueren im gesamten Spiel. Weil man sich langsam bewegt, weil man sich hierhin erkämpfen muss. Und bei dem Tor spezifisch gibt es Unmengen an diesen Soldaten, die einen davon abhalten sollen, genau das zu machen, was wir gemacht haben, welches ist einfach durchrushen und zum Tor zu gehen. Man kann unterbrochen werden, wenn man angegriffen wird. Man muss diese Gegner auf eine wirklich spezifische Weise manipulieren, dass man dort konsistent immer Zeit hat, durch das Tor durchzugehen. Und selbst dann gibt es manchmal die einzelnen Sperrdudes, die sich denken, hey, ich laufe jetzt einfach direkt auf ihn zu und ignoriere diese Manipulationssache. Und dann darfst du das Ganze nochmal ablaufen. Ein schreckliches Gebiet, Shrine of Amana heißt es, es ist das Brighttown von Dark Souls 2. Ein Casual Playthrough hier verbringt eine Menge Zeit und eine Menge Nerven. Entweder spielt man es einmal durch, ohne einmal zu sterben, mit der größten Vorsicht, mit der man ein Areal jemals durchquert hat. Oder man stirbt einmal, wird ungeduldig und dann stirbt man noch ganz viele weitere Male. Der Boss hingegen, Demon of Song, ist relativ ein Witz im Vergleich zu dem Areal, das man durchqueren muss. Er hat nur einen Schwachpunkt vorne, wenn er seine starke Haut hochgezogen hat. Allerdings, wenn er sie hochzieht mit dem Damage, den wir haben, stirbt er ziemlich schnell. Und ich glaube, das fasst Dark Souls 2 als Gesamtes ziemlich gut zusammen. Die größte Schwäche, die dieses Spiel tatsächlich hat, sind die Bosskämpfe. Sie haben definitiv einen Zeitmangel gehabt, wenn es darum ging, die Bosse komplex zu halten, für wie groß das Spiel ist und für wie viele Areale sie geplant haben. Dementsprechend trivial sind manche einzelne Bosskämpfe. Ja, gleich 2 Millionen. Ich beobachte den Timer auch gerade schon ganz genau. Durch Erfahrung mit SoSack von anderen Entwicklern, ich persönlich nicht so viel. Hier auf Anhieb auch nicht, muss ich gestehen. Ja. Ich habe ein paar Spiele gespielt, die ähnlichen Konzepten folgen, aber die ich nicht ein Souls-like-Game betiteln würde. Aber gut. Wir sind in einem weiteren sehr interessanten Gebiet angekommen. Die Undead Crypt ist ein Endgame-Bereich. Das ist das letzte Bereich, das wir wirklich... Das letzte. Den letzten Bereich... Warte, was ist der Artikel von Bereich? Der Bereich? Der. Okay. Ich bin Deutsch. Österreicher. Ja, man kennt's. Das ist der letzte... Warte, das klingt nicht richtig. $1,000. Okay. Schauen wir einfach auf die Zahl rechts unten. Ja, ist viel besser. Die ist gerade interessanter. Ja. 500. Kurzfassung, Undead Crypt. Nerviges Areal, aber wenn man weiß, wie man durchläuft, ist es gar nicht so wild. 200. Die Spannung steigt. Und 2 Millionen geknackt. 2 Millionen. Hey, yeah. Hummel.
2 Millionen Spenden für die Prevent Cancer Foundation von Games Done Quick. GGs. Jedes Mal wieder aufs Neue beeindruckend zu sehen, was die Speedrunning-Community erreichen kann. Jedes Mal aufs Neue. Deswegen, ich freue mich so, Teil von dieser Community zu sein, die einfach so coole Sachen macht. Yeah. Wir feiern direkt mit einem weiteren Bosskill, der absolut vernichtet wird von uns. Das zeigt unsere Hingabe zu Prevent Cancer Foundation. Wir haben hier tatsächlich einen sehr besonderen Boss, Velstadt. Ein Gegner, der in einer ähnlichen Form in Dark Souls 3 zurückkommt. Er hat ein sehr interessantes Gimmick, wo er ebenfalls ein Hexritter ist, der in seiner zweiten Phase, wenn er die Hälfte seiner HP bekommt, anfängt, Hex-Spells zu machen. Er hat relativ viel Health. Und er ist auch einer der gefährlicheren Gegner und Bosse, die man bekämpfen kann in diesem Spiel. Wir haben allerdings immer noch genug DPS, dass wir einen Großteil des Kampfes mehr oder minder durchqueren können. Der Weg zu diesem Boss hat sich jetzt irgendwie gebufft. Aber das ist uns relativ egal, vermutlich. Ja, ist genau richtig. Ist genau das, wie du es gesagt hast. welchen Boss in Dark Souls 3 willst du mit Velstadt vergleichen? Es ist kein Boss. Es ist ein NPC, der in einem DLC-Bereich auftaucht. Ein Gefolge von der Eisdame in dem Eisgebiet, dessen Namen ich gerade bei beiden vergessen habe. Aber ich glaube, der heißt auch Velstadt. Ja. Übrigens auch nur noch $40,000 für Legends of Zelda Bonus-Game. Also, wenn es so weitergeht wie gerade, dann wird das noch während dem Dark Souls Run gematcht. Wir haben nicht mehr viel vom Spiel vor uns tatsächlich. Wir sind kurz davor, zum Ende des Spiels zu kommen. Es wird gefragt, wie viele Bosse gibt es noch? Ich glaube, es sind 4. Oh, warte, nee, wir haben doch noch ein bisschen was vor uns. Okay, ups, ich habe nichts gesagt. Ja, estimate haben wir noch knapp 20 Minuten vor uns. Ich weiß nicht, ob wir das einhalten können, aber wir werden schauen. Wir haben noch die großen Wege, die wir gehen müssen. Mit dem letzten Bosskampf, den wir gemacht haben, haben wir jetzt das Zeichen von das Zeichen des Königs erhalten, welches ist ein Ring, den man equippen kann. Und mit diesem Ring können wir jetzt zu bestimmten Arealen, wo wir davon nicht können. Diese Tore öffnen sich jetzt für uns. Einige dieser Tore sind notwendig zum Durchqueren. Sie haben größere Areale hinter sich, die wir noch durchqueren müssen. Zum einen Aldia's Keep. Ein sehr bizarrer Bereich. Es ist alles sehr offen gehalten und eine Menge Raum für Interpretation. Es ist alles eine große Halle für Experimente, die ein NPC geführt hat, mit dem wir hier und da interagieren hätten können. Haben wir nicht getan. Tatsächlich dieser NPC, wenn man jede Interaktion mit ihm führt, wird es ein zusätzlicher Bosskampf ganz am Ende im letzten finalen Boss, wo man dann nicht nur 2 Bosse hintereinander besiegen muss, sondern 3 Bosse hintereinander. Eine sehr faszinierende Mechanik. Nur wenn man die ganze Story mitbekommt, hat man einen weiteren Boss, den man in einem Boss-Rush oder Pseudo-Boss-Rush bekämpfen muss. Zu alt, danke für die nette Worte. Freut uns einfach immer sehr, sowas zu lesen. Ey, vielen Dank. Ich lüge heute oft. Hey, sieh mal, ich stehe zu meinen Fehlern. Ich bin ein bisschen ein Lügner heute, aber ich korrigiere sie so schnell, wie es geht. Er möchte einfach nur checken, ob ihr noch wach seid. Und genau, ja. Ich prüfe euer Wissen. Habt ihr aufgepasst? Genau. Ich hoffe, ihr wisst, dass das alles im Test kommt, ne? Dann schreiben wir nächste Woche Dienstag, weil es mir so gefällt. Mann, genau. Lehrer sein macht Spaß. Wir haben hier den Guardian Dragon. Normalerweise ein doch etwas kniffligerer Boss, der einen großen AOE-Angriff hat, wenn er Feuer auf dem Boden sprüht. Und man muss das schon sehr weit im Vorhinein weglaufen, damit man dem ausweicht. Er kommt allerdings nicht vom Boden weg, so schnell killen wir den.
Meld mich schon mal krank. Ja, okay. So es gibt funktioniert das nicht, Herr Foster. Es gibt einen Nachtest, so mein Herr. Es geht so nicht. Da, da. Vielen Dank, Kendo, für die netten Worte. Das ist sehr schön zu hören. Dürften noch vier Bosse sein. Guardian Drake, den wir gerade gesehen haben. Old Giant King Memory. Kronwächter, Verteidiger und Chandra. Ja, ich glaube, du hast recht, Snake Fighter. Ich glaube, das sollten die drei sein, die doch kommen. Vier mit dem, den wir jetzt gerade gekillt haben. Wir müssen auf jeden Fall noch diesen Weg hier entlang gehen. Nicht, weil noch ein Boss auf dem Ende hier folgt, sondern weil wir reden müssen mit dem ältesten Drachen, der Weisheiten für uns hat, um zum Ende zu kommen. Oh, wir haben auch eine $100-Donation von Little Freaky. Und sie sagen, in der Past, dass ich klickte, Fox aus dem Drachen ist auch immer so ein Thema. Ja. In diesem Spiel gibt es sogar mehrere. Es ist ziemlich witzig. Ich schätze, in mehreren Dark Souls-Spielen gibt es mehrere. Drachen sind aber auch einfach cool. Ist wahr. Ist absolut wahr. Man hat sofort, wenn man einen Drachen sieht, eine immense Form von Respekt. Ja. Und wir sehen hier in Dragon's Keep, wir sind umgeben von denen. Es ist das Gebiet der Drachen, durch das wir gerade durchgehen. An den Drachen in dem Gebiet kann ich mich erinnern. Ich habe den aus Versehen angegriffen und schwupps, Bossfight. Jupp, ist passiert. Und du hast Unmengen an Gegnern, die dich in die Arena verfolgen und du hast dein Leben. Du könntest einfach mit dem Drachen reden, aber du hast es nicht getan. Akzeptiere die Konsequenzen. You died. Tatsächlich finde ich, ist das einer der coolsten Areale zum Durchqueren. Es hat den Aufbau, man weiß, man ist dem Ende nahe. Nicht viele haben es hierhin geschafft. Von der Story her und vermutlich auch von echten Spielern. Und der Aufbau mit der großen Treppe und den Unmengen an Soldaten, so wohin man auch jetzt hingeht, ist schon ziemlich stark. Realistisch gesehen läuft man natürlich hier weg wie ein ängstliches, ich schätze, was auch immer sehr ängstlich sein kann. Und hofft einfach nur, dass am Ende des Weges irgendwas ist, das uns schützt von den Teilen. Man muss hier wirklich schnell reden mit den Drachen, ansonsten kriegt man Fett aufs Maul. Wir machen das sogar so schnell wir können. Wir benutzen unser letztes Homeward Born sogar noch bevor wir die Redeinteraktion mit dem NPC dort starten. Einfach damit wir während der Animation von dem Bonfire schon das Gespräch führen können und so schnell wie möglich uns zurück teleportieren können. Ist ein bisschen ein Risiko. Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn wir das verkackt, dann hat man ein Problem. Ja, yep, absolut richtig. Wenn man nicht schnell genug labert, dann ist es, dann darf man den Weg nochmal laufen. Das sind schöne 4 Minuten, die man dadurch wastet. Das ist sehr, ein bisschen schmerzhaft. Ja, vor allem vermutlich mehr, weil muss sich der dann auch erst noch einen neuen Homeward-Bone besorgen muss. Oh ja, das ist absolut wahr. Nun, man kann einfach sterben. Das hilft auch, so, einen zurück zum Anfang zu führen. Aber, das stimmt natürlich. Wir haben dort tatsächlich, was wir drüber gelabert haben, einen sehr coolen Skip gehabt. Wir haben tatsächlich einen Taunt benutzt an der Wand, um uns ganz spezifisch eine Distanz zu entfernen von dieser kleinen Erhöhung, um dort drauf zu backdashen. Und von dort konnten wir dann mit Pfeil und Bogen einen sehr präzisen Jump setupen, um einer der Tore des Königs zu überspringen. Man könnte rein theoretisch hier viel früher schon rein, selbst ohne den Ring des Königs. Nur wir machen es erst jetzt, weil es keinen Grund gibt, es früher zu machen. Man hat aber die Möglichkeit mit diesem Trick. Wir haben hier den Giant Lord in einer vergangenen Erinnerung, den wir bekämpfen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben doch schon den letzten Giant getötet eigentlich. Ja, es ist eine Erinnerung, die wir hier spielen. Man kann hier mit mehreren vergangenen Gigantenbäumen interagieren für Erinnerungen, die man wieder spielen kann. Man kann hier mit vergangenen Seelen interagieren und reden und auch Items finden, die es damals gab. Und es ist einer der cooleren Aspekte von Dark Souls 2 auf jeden Fall. Leider ist der Großteil von diesen Gebieten hier nicht notwendig. Optional, somit sehen wir die nicht hier. Wir sind am Ende. Wir haben nur noch einen finalen Sprint, der relativ kurz gehalten ist. Wir aktivieren jetzt schon
unseren Bright Bug und unseren Dark Weapon Buff und laufen nun zu dem finalen Bosskampf, welcher ist in Realität zwei Bosskämpfe. Einer davon zwei Soldaten, die wir auf einmal bekämpfen müssen, gefolgt von der Königin, die wir davor gesehen haben, Nashandra, welches in Realität nicht ein menschliches Wesen ist, sondern eine Königin des Todes, die dieses gesamte Land in den Ruin geführt hat. Von Anfang an hat sie den König manipuliert. Das ist die Geschichte. Wer mehr davon herausfinden will, die Dark Souls 2 Story ist wundervoll, aber ist nicht leicht zum Verstehen in normalen Playthroughs. Wie so jedes From Software Spiel? Absolut. Es gibt aber glorreiche Videos, die das dokumentieren. Ihr müsst nur danach suchen und ihr findet. Gut, wir haben auf jeden Fall die beiden Throne-Soldaten als ersten Kampf, die wir hier besiegen müssen. Throne Watcher und Throne Defender. Direkt mehr oder minder eine Anspielung auf Ornstein und Smo aus Dark Souls 1. Wir haben einen agilen Magiernutzer, der uns manchmal mit Schockmagie etwas nervt, und wir haben einen größeren Tank, welcher große AoE-Angriffe hat. Wir müssen sie gleichzeitig allerdings in diesem Kampf eliminieren, damit dieser Kampf als getan zählt. Wir haben genug DPS allerdings, dass es absolut egal ist. Gut, das war Boss Nummer 1. Das auch. Ja? Mit den regenerierenden Doppelwürfen. Also zumindest From Software. In Elden Ring gibt es das auf jeden Fall auch. Ja, in Bloodborne gibt es das, aber ich glaube, ja. Dann fällt mir nicht mehr ein. Aber ja, kann sein. Es ist ein Trope, auf jeden Fall. Gut, wir haben hier den finalen Boss vor uns. Nashandra. Jedes Mal ist der Name falsch bei mir. Sie hat diese seltsamen Orbs, die sie summoned, die uns nonstop cursen. Curse ist ein Statusdefekt, der unsere maximale Health permanent reduziert, bis wir den Curse wieder liften. Und das stackt sich unendlich oft. Unsere Health könnte buchstäblich auf 1 reduziert werden. Allerdings, bis das passiert, ist der Boss schon lange tot. It's time. 1000. No. Mit 200.000 Seelen noch über, haben wir den finalen Boss besiegt. Wir bewegen uns zu unserem Thron. Wir sind nun Herrscher dieses Landes geworden und haben erfolgreich den Run besiegt. Und wir haben auch erfolgreich das Bonus-Game-Incentive gerade gematcht. Ey! Also eine Sekunde nach der Time im Run wurde das Bonus-Game gematcht. Das weil es hier gerade einige ziemlich große Donations gab. Also ich sehe hier mehrere 1.000-Dollar-Spenden, ich sehe eine 5.000-Dollar-Spende. Jesus Christ. Da haben noch mal ein paar Fett rausgeholt. Ja. Das ist wirklich gutes Timing, kann man nicht anders sagen. Ja, fettes das war GG. Halt wirklich perfektes Timing. Krass. Er ist nur zweimal gestorben dafür. Ja, absolut ja. Richtig. Er hat absichtlich die zwei Tode genutzt, um genau die perfekte Zeit rauszuholen für Zelda. Das ist ein wahrer Speedrunner. Perfekt bis zum Ende. Alles geplant, war alles RNG-Manipulation. Man kennt's. Wie immer. Aber ja, das war Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, Old Souls. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein wundervolles Spiel. Leider konnte uns Exo heute nicht begleiten bei dem Run. Ich hoffe, ich habe ihm alle Ehre gemacht mit dem Kombi. RIP Exos Internet. RIP Exos Internet. Hatte jemand Zelda gesagt? Hello. Hallo. Guten Abend, Lay. Aber ja. Ansonsten ein paar letzte Worte. Spiel ist geil. War's eigentlich. Also es ist geil. Spiel's, honestly. Mehr muss man auch nicht dazu sagen. Ja, wenn ihr euch entscheiden wollt, welches Dark Souls 2 will ich spielen, spielt das Original. Spielt nicht Scholar of the First Sin. Tut euer Leben einer guten Sache und spielt einfach das Original Dark Souls 2. Es wird euch gefallen. Scholar of the First Sin, ihr werdet es hassen. Ich sag's einfach.
Ob ihr mir zuhören wollt oder nicht, ist eine andere Sache. Ist meine Empfehlung, die ich euch widme, als ein Fan der Reihe und der Serie. Skull of the First Sin ist eine Sünde. Aber ja.